Das wäre sehr unvorteilhaft, ehrlich gesagt. So. So, geht das hoch, geht das hoch, geht das hoch? Es geht hoch. So. Dann fliege ich mal eben kurz zurück. Der hat ist über 90. Kann aber gleich nochmal genauer gucken, wenn du was wenn das okay ist. Ich muss aber gerade erstmal zurückfliegen, damit ich überhaupt was zu futtern habe. Ich meine, so um die 95 oder sowas ist der. Ungefähr zumindest. 95, 93? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall um den Dreh. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier zurück, damit ich überhaupt was zu futtern bekomme. Oh nein, Calicoderium, lass mich in Ruhe. Danke. Da kommen wieder Fliegeinsekten. Kann ich die auf jeden Fall gleich genauer nennen? Ja, mein Magen knurrt auch schon die ganze Zeit. Was kommt da rein? Speichern zwischendurch. Aber hey, das mit den Abstürzen ist weniger geworden. So. Das da, das da. Ich hatte es ursprünglich auf Mittel stehen gehabt. Da ist mir aber aufgefallen, dass das Dino-Level halt zu niedrig ist. Dann hatte ich es dann auf Hard gestellt, also auf das Höchste halt, um das Dino-Level hochzuschrauben. Da hatte ich aber dann Probleme gehabt, dass die Welt scheinbar richtig Probleme bekommen hat, was Laden angeht. Performance ist abgestürzt ständig. OBS hat bei mir dann die ganze Zeit Anzeigefehler gehabt oder Anzeigeprobleme, hat sich verabschiedet die ganze Zeit, der Stream und so. Deswegen habe ich es, ich habe es zwar in Anführungszeichen auf Mittel gestellt, habe aber den Pegel trotzdem höher gedreht, dass ich zumindest die Saurier habe, die über 100 sind. Und ich habe gesagt, ich möchte nach und nach das dann hochschrauben. Ist nicht, weil das für mich sonst so schwer wäre, einfach nur um den PC schrägstrich eigentlich das Spiel und OBS halt nicht zu überlasten, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich das nach und nach, weil das hat man ordentlich gespürt, als ich das auf Hard gestellt habe, so nach dem Motto, jetzt hat das Spiel wieder was zu machen, als wenn er alles töten würde und dann wieder neu spawnen würde und alles. Und ja. Deswegen gehe ich halt hin und guck, dass ich da nach und nach das hochschraube. Damit ich das Spiel und das System mit OBS und so halt nicht überlaste. Weil das hatte ich oft genug schon in Spielen gehabt, dass wenn das Spiel plötzlich ziemlich nicht gut programmiert worden ist und an einigen Stellen richtig geruckelt hat und so, hatte dann auch OBS dann auch Probleme gehabt, das Ganze zu verarbeiten, weil das ja auch überall irgendwo Leistung halt ist. Und ja, hat dann daraufhin hat sich dann kurzzeitig dann immer der Stream verabschiedet oder halt auch komplett OBS. Deswegen. Also, easy auf keinen Fall. Ab Mittel aufwärts so und zwischen Mittel und Hart habe ich das wahrscheinlich. Daher, dass ich den Pegel dann am Ende in Ab Mittel selber hoch geregelt habe. Aber wie gesagt, ich werde es nach und nach hochdrehen. Nach und nach. Das kann raus. Das kann ich aufteilen. Dass ich dann auch wieder mehr Fleisch habe. Dann. Ach nee, das nicht da rein. Das wollte ich da rein. Nee, auch nicht da rein, sondern das gehört hier rein. Damit ich dann. Ich mach das schon mal ein wenig an. Wie viel brauche ich da? Okay, der hat noch über die Hälfte an Torpor. Gut. Das heißt, ich kann noch mal Beeren sammeln. Ah, hier, 95. Hier sieht man es auch. 95 hat er. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß halt jetzt nicht, wie der das jetzt berechnet gehabt, daher, dass ich den Pegel, wie gesagt, selber hochgeregelt habe. Daher weiß ich halt nicht, unter welcher Kategorie der das halt setzt.
Das kann ich leider nicht sagen. Aber Level 95 ist die gute. Ist ein Mädel. Tatsächlich kann man ja so gucken. Tatsächlich sieht man das ja hier rechts. Was ich echt geil finde, ehrlich gesagt. Hier muss ich sowieso ja noch alles roden hier. Dann passt das. Aber bei einer Stunde, das geht dann wirklich. Wenn das nur eine Stunde dauern sollte. Das wäre super, wenn das nur eine Stunde gehen bräuchte. Wird zwar nur ein bisschen anstrengend mit dem Narkotik oder so, aber ist halt jetzt nichts, was ich nicht hinbekomme. Glücklicherweise. So. Bisher bin ich ja immer gut dabei, was Narkotik produzieren angeht. Und was ich zu viel habe, habe ich dann fürs nächste Tier. Ja, das stört mich dann nicht. Okay, das sieht ja cool aus mit dem Ring da hinten. Habe ich das? Das sind doch diese ganz besonderen, ne? Dem Ring, dass sie noch besser sind. Ich guck mal, das müsste ich eigentlich schaffen von da aus. Dann nochmal darüber. Ja, was hast du denn hier? Ah, eine Bauteile. Die sind aber auch schwer, ne? Das nehme ich mit. Das nehme ich gerne mit. Dien und Rohr. Wie ist das? Wie ist das? Kannst du mich jetzt immer noch tragen? Ah, noch ein bisschen geht. Noch ein bisschen. Holzbiomusgeld. Geht's immer noch? Geht immer noch, ja. Alles geht, glaube ich, nicht. Ich mache einfach mal so und teste es aber mal. Ah doch, geht noch, tatsächlich. Okay, jetzt muss ich aber wirklich auch zurück. Jetzt. Halt hier. Terranodon hat ein Level Up. Sehr gut. Kriegt er was in Ausdauer? Ausnahmsweise. Damit er mal ein bisschen länger in der Luft bleibt. Eben hier kurz zwischenlanden. Und weiter. Schon cool aus mit den Wolken da oben, ne? Sie hätten hier wirklich Masse da oben. Schon cool gemacht. Hier haben wir einen Alpha Raptor. Bleib bitte weg, Alpha Raptor. Sonst muss ich dich hier auch verjagen, ab ins Wasser und so. Dann drücke ich dem einmal die ganze 50er-Ding rein. So. Dann ist da auch wieder safe, dass der weiter schläft. So. Der braucht ja auch selber noch was Fleisch, ne? Hat aber nicht mehr so viel Gewicht. Das heißt, ich muss nach zurück die Sachen entweder verbauen oder einlagern. Ich weiß aber zwischendurch. Da kommt noch eins mit dem Ring runter. Okay. Oder, das schaffe ich aber nicht mehr. Den zu holen. Dafür habe ich leider zu wenig Gewicht. Also langsam allmählich bin ich überlegen, ob ich jetzt anfangen soll zu knabbern. Langknutz hier so ziemlich. Bisschen doof. Tut doch schon weh.
Oh, oh, oh. Oh, ich hab's eigentlich geschafft mit einem Zug. Akku vom Haar? Was? Handy sagt Feierabend. Dein Handy. Oder wie darf ich das verstehen? So nutze ich das und... Akku von deinem Handy sagt Feierabend. Geht's kaputt oder leer? Steigt das? Bitte lass es steigen. Ja, es steigt. Sehr gut. Sieben Wände. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann endlich hingehen. Was war das? What secret doorway? Eine Geheimtür? Was? Akku leer. Okay. Alles gut, alles gut. Aber hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Dann bis zum nächsten Mal. Morgen streame ich nochmal. Vielleicht bist du ja dann dabei. Morgen ist ein bisschen länger. Hat zwar morgen Mittag eine kleine Pause dazwischen. Aber morgen mache ich länger. Aber hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Oho. Steigt das immer noch? Ja, sehr gut. Sehr gut. In der Zeit, wo das steigt, kann ich weiterhin Holzbiomus get away. Finde ich cool. Vorher war das immer nur... Wood, Behemoth, Getaway. Normalerweise ging das immer erst ab Stein aufwärts. Finde ich cool, dass sie das so endlich mal gemacht haben, dass das auch so ist. Huch, hoppala. Wie mache ich das denn? Ja, so ist gut. Wenn, dann nutze ich das hier alles auch, ne? Was geht? Ich glaube, langsam muss ich wieder zurück. Weil die Sachen in den Lichtschrank. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss das hochbringen. Da. Und ich verdurste. Sehr gut. Und auch nicht. So, das nehme ich wieder mit. Ich weiß, ich brauche wieder, der Mix wieder Fleisch und Beeren. Ist halt viel rumgerinnt jetzt, ne? Ich frage mich, warum die so dunkel ist. Ich habe die doch gar nicht so dunkel gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Wenn ich was Kleines hier kaputt machen kann, dann mache ich das auch. Was wird das hier? Oh, der Parasit sieht ja cool aus. Sieht ja mal mega aus, oder? Er wird mein Kupfer. Komm. Danke. Okay, noch ein bisschen Zeit habe ich. Also kann ich noch ein bisschen farmen hier. Im Holz. Ach, nicht Holz, Fleisch. Hm.
Schildi, warst du das? Ich glaube schon, so blutig wie du bist. Na komm schon. Geh kaputt. Oh oh. Okay, ich verzieh mich. Haben wir noch einen Rex? Oh nein. Das ist meine Schildkröte. Oh no. Ich glaube, wenn der Rex weiter so kommt, dann muss ich den auch noch wegverjagen hier. Oder weglenken. Wie auch immer. Dass der immer noch hier rumrennt, ne, der Rex? Bringt mich auf eine Idee. Schon 4:45. Aber ob ich den dann heute noch schaffe, ich weiß es nicht. Gute Frage. Wir haben schon mal die Hälfte vorgezähmt. Ich glaube, der könnte mir im Weg sein, ne? Der Rex. Oh ja. Oh ja, der kommt. Zu nah. Ja, komm, 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 komm. Komm von meinem Terry weg. Das wäre super. Nicht mehr? Und? Lass mal die. Ist das denn der 80er? Ist das der? Der 15er, der ist der 15er. Nicht der 80er, der hier rumlief. 80er, der ist, glaube ich, weiter weg. Dann kann ich den eigentlich versuchen kaputt zu machen, ne? Treffen tut er mich ja nicht. Ah, doch, tut er. Ja, mal gucken. Der würde auf jeden Fall gut Fleisch geben. Na komm. Wenn du schon nur Level 15 bist, dann lege ich mich auch mit dir an, ne? Komm schon. Eben kurz drängen, ein bisschen. Bekommen. Mehr als genug Fleisch. Sehr gut. Das heißt, dann kommt das einmal hier rüber. Dann teile ich alles auf. Gut. Wie viel hat der da noch? Der sinkt. Okay. Das heißt, ich drücke dem noch ein bisschen rein und fliege dann wieder zurück. Um dann wieder herzustellen. So. Üblicher Rex. Und da hinten ist der andere 80er. Der andere ist 20 und der andere ist 80. Interessant zu wissen. Könnte ich eigentlich theoretisch sehen, dann hier auch alles setzen, um den theoretisch gesehen zu zähmen an den 80er.
Bisher überlebt er jetzt schon die ganze Zeit. Oh, ich warte mal ab. Erstmal der Terry. Wenn ich den Terry habe, dann kann ich auch eine Zähmgehege setzen und dann einen Rex zähmen. Mal gucken. Bei Rexe würde ich gerne ein bisschen höher haben, eigentlich mal, also vom Level. Um überhaupt auch den Boss am Ende zu schaffen. So, nicht mal ein paar Beeren sammeln. Dann erstmal hier einiges rausschmeißen. Ab hier. Ganz viel Müll. So. Speichern, bevor das überlastet. So. Stimmt, da ist ja gar kein Platz mehr. Da war ja was. So, das packe ich rein. Das wird noch Fliege. Das wird noch alles vergammeln. So. Dann. Hier der. Nee, nicht der Arm. Das Leder da rein. Hier der Arm. So, Feuer löschen einmal. Das da rein. So, Sättel. Da bin ich aber noch weit entfernt, ne? Für die Sachen. Holz, Fasern. Gut. Fasern kann ich so machen. Müsste ich eigentlich. Ja. Ich track mir den mal. Damit ich weiß, was ich habe und was ich noch nicht habe. Aber dann nimmt man das aus dem Inventar. Okay. Interessant. Der nimmt nicht das, was man in der Werkbank drin hat. Hm. Schon irgendwo schade, ne? So, die 22 nehme ich mit. Schon mal. Dann fliege ich wieder zurück. Aber ich frage mich, ob man das, dieses Tracking irgendwie verschieben kann am Bildschirm. Das ist ja schon blöd, ne? Du guckst ja drauf, hast du beide Anzeigen überlappend. Hm. Also Fasern habe ich auf jeden Fall genug. Hier muss nur noch ein bisschen Holz her. Genauso wie Leder. Ist halt schade, dass er das nicht anzeigt, ne? Was ich in der Schmiede schon drin habe. So. Dann gehe ich hier rüber und fahre ein bisschen Holz. Eben fix. Okay, ich sage, ich bekomme Besuch, so wie jetzt. Oder da. Ja, da will ich nicht, da ist irgendwo der Alpha-Raptor. Ich guck mal, ob ich hier oben ein bisschen Holz sammeln kann. Das sollte reichen. So. Viel tragen kann ich jetzt nicht mehr, so wie es aussieht. Dann versuche ich es jetzt hier mal in den Stein noch ein bisschen mit dem Thema Metall. Hier ein bisschen Glück habe diesbezüglich. Das geht eigentlich gerade, ne?
Hoppala. Gut. Dann beule ich mich und mache jetzt mal wieder einen Rückweg. Aber dann habe ich irgendwie Fleisch gesammelt. Nee. Oder? Doch, hier. Aber es wird nicht reichen. Ah, ich guck mal. Ist ja sowieso gerade noch Narkotex am Herstellen. Das heißt, das müsste aber dann eigentlich gut gehen. Oh, das nehme ich schon mal mit. Das liegt jetzt echt noch am Gammelfleisch, ne? Na gut, krieg ich hin. Krieg ich hin. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann komplett da rein. Das, ich brauche 120. Das heißt, dann mache ich die Hälfte davon. Dann habe ich, heißt, ich habe jetzt Holz und Fasern habe ich zusammen. Leder kommt jetzt auch mal bald. Metall ist eine Arbeit. Wenn ich Glück habe. Ich bezweifle es zwar, aber dann habe ich theoretisch gesehen, wenn ich jetzt so weitermache, den Sattel fertig, wenn er fertig, wenn der Terry fertig ist. Oder kurz und acht zumindest. Eigentlich schon cool wäre. Leder. Ja, ich muss erst zurückfliegen. Bringt jetzt nichts, jetzt in den Kampf zu gehen. Da haben wir der dunkelbraune, das ist der 80er Level. Rex. Dann packe ich dem hier wieder die ganze 50er Ding rein. Ich will halt, dass das 100er, den 100er Stack, den will ich eigentlich noch nicht anbrechen. Wirklich nur im Notfall. Das wäre schön. Da haben wir den Alpha-Kano. Das da. Ich guck, was ich jetzt gerade klein hacken kann. An Viechzeug. Ja, Raptor brauche ich gar nicht zuerst zu versuchen. Alpha Raptor. Mhm. Die Raptoren auch nicht. Oh, da ist ein Brontoi. Ah, und da sind. Ah, was für ein Level hast du? 105! Gott, und ich wollte dich gerade angreifen. Nee, danke. Da warte ich doch lieber. Und ich bin am Frieren. Warum bin ich nicht am Frieren? Es wird dunkel. Ich glaube, das war gerade ein bisschen dämlich, ne? Anzugreifen, wenn man kein Stamina hat. War nicht das Schlauste. Leder kriege ich auch zusammen somit. Hallo, Raptor. 110er Raptor. Steigt das oder sinkt das? Es müsste steigen, theoretisch gesehen. Ach ja, steigt. Sehr gut. Das heißt, wahrscheinlich ist 140 das Maximum, was?
Sehe nix. Da ist der Leichnam. Bin ich wieder. Ach, jetzt. Mal kann ich den? Mal kann ich ihn nicht abhacken, ne? Schon komisch. Mach mal mit. Naja, und das Gute ist, ich level den in Pteranodon, ne? Da haben wir den halbchen 80er Rex. Sagst du, ich, wenn der weiter hier rumkuschelt, dann werde ich in die Tage auf jeden Fall was erzählen. Ansonsten morgen, wenn er weiter noch morgen da ist. Aber erst kommt der Terry dran. Ich bin aber selber jetzt schon fast tot, ne? Weil kalt und so. Ach. Man sollte ja auch hingehen und das Fleisch rausholen, ne? Ich glaube, das wäre schlau. Genau wie das Leder. Teilen, alles aufteilen. Wenn ja, mal gucken, dass ich da mal für eben schnell woanders fliege. Huch! Das wollte ich aber nicht durch den Boden. Und zum Glück habe ich mir den, weiß ich, wo der Ort hier ist, ey. Hallo, Oviraptor. Hast du Lust, ein Snack zu werden? Ja, danke schön. Ist auch direkt so ein Ding. Da war was Cooles drin. Da war was Cooles drin. Ein besserer Triceratops-Sattel. Speicher. Ist ja cool. Oh, und ich habe kein Futter mehr. Das ist jetzt doof. Und ich habe eine Möhre bekommen. Eine Möhre. Na, deshalb kann das meistens nur in den Bergen gefunden werden. Warte mal, Holger scheint nicht in der Nähe. Ach so. Mhm. Hey! Ich sehe nichts. Beals Way. Eindeutig. Sieht doch gut aus. Jetzt muss ich aber... Ich muss zurück. Jetzt muss ich die Reserve, die 100 Stück... Oh nein. Gut. Keine andere Rolle, muss ich den hier noch weglenken. Damit er meine Tiere in Ruhe lässt. Ist ja praktisch. Jetzt kommt der T-Rex immer näher. Oh, warte, 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 warte. Komm weg da, du. Circa 19 bis 19:30. Was denn? Was denn? Circa 19 bis 19:30. Was denn?
Ach so, du meinst, dass die Kleine ins Bett muss. Au. Naja, ich muss sie um 19 bis 19.30 Uhr ins Bett bringen. Das ist richtig. Schon wieder hier am Verhungern. Nämlich die Möhren halt. Na, da. Jetzt wird's wohl dauern, ne? Wissen. Da kommt er her. Kommt her. Kommt mit. Dann würde ich sagen, hoppala, Moment, oh nein, und jetzt kommt der immer noch, der kommt mir immer noch hinterher. Geh weg von mir. Geh weg. Kommst du mir? Warum jagst du mich denn immer noch? Weil dann würde ich hingehen und sagen, dass ich, weil dann würde ich hingehen, sagen, ich mache bis 19 Uhr und mache dann eine... Schon, es geht kaputt. Dass ich dann eine Pause mache kurz, wo ich die Kleine ins Bett bringe. Aua. Ich bin gleich tot. Und dass ich dann, nachdem ich schon die Kleine ins Bett gebracht habe, dann noch direkt weitermache. Also ich sage so gesehen als Pause einleite. Meistens dauert das am Abend nicht mehr so lange, bis sie an einschläft. Dann würde ich das so machen. Dann mache ich doch heute ein bisschen länger. Der ist ja immer noch hier. Moment. Was willst du? Sag mal, was hast du für eine Reichweite, mein Freund? Ha! Jetzt lässt du mich mal hier in Ruhe, ja? Blödes Vieh. Ich wollte gerade hier schreiben, weißt du? Und in Ruhe, dass die Zähmung weitergeht? Nee. Und ich würde auf jeden Fall gleich die kleine Pause dafür nutzen. Wenn die Kleine schon ins Bett bringen. Wenigstens zumindest mal, ach verdammt, ich reicht ja gar nicht. Auf jeden Fall wenigstens nochmal was zu futtern. Mal was Vernünftiges. Ich bin heute noch nicht so viel im Magen. Das wäre super, wenn ich die von Sattler kriege direkt. Das scheint nicht so. Ich muss aber jetzt nochmal zurück. Dann nochmal was reinpumpen. Glaube ich. Und ich bezweifle es eigentlich. Aber gucken wir mal. Nur ich würde die Zähmung halt anerkannt bekommen. Da ich die gezähmt habe. Und nicht einfach so übergeben habe. Aber es ist sehr nett von dir, Falke. Dass du mir das auch erlaubst. Ich weiß, es wird später darauf reagieren, aber ich reagiere.
Die ist gleich fertig. Oder schaffe ich das nochmal Metall zu holen? Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Ja. Und mit den Regenbogenflügeln. Das Emoji, das gefällt mir. Mag ich. Mag ich sehr. Ah, ich glaube, jetzt nochmal zu Metall und zurück. Ich glaube, das schaffe ich nicht, ne? Ich bezweifle es. Wer hat immer noch die Effektivität von 95,9? Hat sie. Ich hätte ja sonst gesagt, komm, ich mache einen Sattel und laufe hier zu Fuß hin und reite die. Weil ich glaube, bis dato dauert das noch einen kurzen Moment. Und der nächste Terry. Komm her jetzt. Level 5. Müsste ich eigentlich kaputt kriegen, ne? Ha! Der Dino haut auch mit drauf. Ja, Dino. Hau drauf. Sehr gut. Hallo, Akanatze. Alles gut bei dir? Schön, dass du wieder einfach vorbeischaust. Kaputt. Mein Fleisch. Meins. Blödes Viechzeug. Meins, habe ich gesagt. Meins. Ah, oh, auch, auch. Bin gut drauf. Oh, freut mich, dass es dir auch gut geht. Hab jetzt endlich mal so gut wie es geht meinen Terry. Wurde aber auch Zeit. Ich habe ja eben oder heute Morgen oder heute Mittag echt die ganze Zeit dran gehangen. Den endlich zu kriegen. Kam auch vieles dazwischen und was da so ein bisschen verhindern wollte, dass ich den bekomme. Also ich kann dann demnächst super farmen. Und dann kriege ich mein Haus fertig. Yay. Zumindest hochgerüstet. Und dann, wenn es gleich klappt, rufe ich mir gleich noch einen Rex, der die ganze Zeit vor meiner Haustür gefühlt rumläuft. Ich mache das. Ich warte jetzt, bis er hier gezähmt ist. Lass ihn, glaube ich, da stehen. Ich weiß es nicht. Ich werde ja direkt attackiert von den anderen Viechern hier rundherum, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nach Hause führen? Mit Terranodern? Oder selber reiten? Ich glaube, selber reiten wäre schöner, ne? Hier muss ich aber erst nach Hause den Sattel fertig machen. Ja, alles gut. Wach werden? Ach, hat sie Nachtschicht? Hat sie Nachtschicht? Dass du jetzt bis jetzt geschlafen hast? Mittagsschlaf. Okay, kenne ich. Kenne ich zu gut. Hab das auch schon mal so. 12, 13, 14 Uhr momentan. Habe ich auch mitunter. Mein extrem Tiefpunkt. Oh ja. Sowas von erholend. Aber richtig. Ja, ich muss nachher eine kurze Pause machen, so ab 19 Uhr. Eine ganz kurze, damit ich halt auch meine Tochter ins Bett bringen kann. Das heißt, dann würde ich ja einmal den Pausenbildschirm gleich einführen. Sache, ich baue mich hier so nach und nach langsam auf. Hab aber vorhin leider mein schönes Spike verloren. Leider. Ich bin jetzt die ganze Zeit immer wieder am Leveln und Narkotika mehr stellen für das Tierchen hier und eben vorhin auch die ganze Zeit gestorben und alles.
Dann komm schon. Geh doch. Tina! Meine Tina! So, muss aber jetzt da drin bleiben, ja? Sei brav. Ich komm gleich wieder.